Servus Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein besonderes Training für euch. Bei mir ist nämlich T800, die Maschine, Stefan Pütz. Wir werden heute mein Training machen, das heißt, der Stefan wird heute mit mir ein SEK-Training absolvieren. Freust du dich? Geil, natürlich. Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, aber ich freue mich. Sehr geil. Nach dem Training werden wir noch ein zweites Trainingsvideo drehen, nämlich eine Challenge. Das heißt, dieses Video wird quasi ein Zweiteiler und ihr müsst unbedingt dranbleiben, um nichts zu verpassen, weil wir beide werden eine kranke Challenge aufstellen, die ihr zu Hause auch gerne nachmachen könnt. Und wenn wir einfach mal schauen, was wir jetzt so treiben. Wir starten jetzt rein mit Mobility, das heißt, beweg dich ein bisschen durch und dann gehen wir in die Action. Perfekt, alles klar. Auf geht's. Das hier ist meine Trainingsbibel. Hier schreibe ich immer meine kompletten Trainings rein. Die Kraftsachen versuche ich immer so aufzuschreiben, dass ich halt sehen kann, ob ich Progression gemacht habe, ob ich es gehalten habe oder nicht. Ja, geil. Und eigentlich strukturiere ich ja mein ganzes Training. Ich plane das dann abends vorher und schaue dann immer von Woche zu Woche, ich habe meine festen Tage, dass ich Progression mache. Das Einzige, was ich immer unterscheide, ist das Workout. Mhm. Die Kraftsachen sind in der Regel über einen längeren Zeitraum gleich, um zu sehen, ob ich Progression mache. Wir gehen jetzt erstmal 400 Meter laufen, auf dem Laufband, laufen uns locker ein. Danach gehen wir in den Langhantelkomplex, machen 6 Burpees, rudern ein paar Mal. Mhm. Und dann gehen wir ins Krafttraining. Okay. Alles klar. Wir sind warm. Jetzt geht's ans Kreuzheben. Alles ein bisschen mehr durchatmen. Und jetzt werden wir langsam steigern. Und dann machen wir 10 Arbeitssätze Kreuzheben. Gehen danach in die Kraftausdauer und dann ins Workout. Ganz wichtig, ich mache mich immer, habt ihr ja gesehen, auch mit dem Clean und so, mit bewegungsähnlichen Bewegungen warm. Gehe jetzt in die Übung selber und steigere auch hier nochmal langsam kurz das Gewicht. Also natürlich nicht mit 10 Kilo springen beim Kreuzheben, sondern ein paar mehr. Aber gehe jetzt nochmal hier rein, mache hier 5-6 Wiederholungen, steigere das Gewicht langsam, bis dann der erste Arbeitssatz losgeht. So leid es mir tut, Kuni, ich muss quitten für Kreuzheben, keine Griffkraft. Mhm. Ich habe einen Eingriff gehabt hier ist alles platt gespritzt worden mit Betäubung und ich habe immer noch Lähmungen in den zwei Zeigefingern, das heißt, es geht auf. Das heißt, ich werde Umsätzen machen stattdessen, ja, um sozusagen dieser Griffkraft zu entgehen. Wir haben eben auch gesehen, habt ihr leider nicht gesehen auf der Kamera, Stefan, sind die Hände tatsächlich 2 Wiederholungen, war echt noch wenig Gewicht, wir sind hier bei 70 Kilo, also eigentlich nichts, sind ihm einfach aufgegangen und ich weiß, dass der Mann stark ist, weil wir waren gestern schon im Gym, also von daher alles cool. Stefan macht Umsätzen, ich bleibe beim Kreuzheben, damit ich meinen Trainingsplan einfach durchziehen kann, genau. Und danach aber alles andere, was wir danach machen, können wir easy machen. Tipptopp. Also Jungs und Mädels und diverse. Der Stefan, und das filmen wir jetzt auch gleich mal, hat wirklich so viele Probleme mit seiner linken Hand, dass er nicht mal Umsätzen machen kann. Deswegen hat er sich jetzt einfach dafür entschieden, mit 40 Kilo einarmige Snatches zu machen. Hau mal rein. Also das ist geisteskrank. Du bist echt ein Kämpfer, ne? Also wir finden immer eine Übung, die funktioniert. Egal wie viel kaputt ist, wir nutzen das, was da funktioniert am Körper. Und der Rest wird zusammengetaped. Und ganz wichtig dabei, das ist wirklich mega wichtig, was der Stefan hier auch zeigt, du findest immer eine Möglichkeit zu trainieren. Und was noch viel wichtiger ist, wenn du eine Verletzung links hast, du kannst aber rechts trainieren, hilft dir die bilaterale Hormonausschüttung bei deiner Wundheilung. Das heißt, ich weiß nicht, wie es in deinem Fall ist, weil es ja nur ein Eingriff war, aber habt ihr links einen Knochenbruch und könnt mit der rechten Hand trainieren, hilft euch diese Hormonausschüttung auch beim Heilungsprozess auf der anderen Seite. Das heißt, immer Training machen. Lasst euch bitte nicht erzählen, dass ihr 2 Wochen im Bett liegen solltet. Nein, Mann, nie. Bewegung ist der Schlüssel für einen schnelleren Heilungsprozess und zur Optimierung der regenerativen Prozesse. Immer schon gewesen und wird immer so sein. Die Übung, die Stefan macht, ist gar nicht so das Gewicht nach oben zu beschleunigen, weil bis zu einem gewissen Punkt mit der Hüfte kriegst du, nach hier kriegt es jeder. Das hier ist nochmal eine Technikfrage, aber dieses Gewicht zu stabilisieren, ja, das ist ja nochmal selber was zu sagen, ist geisteskrank. Das ist geil. Intramuskuläre Koordination, diese Disbalance. Wer sich mal mit Strongman-Athleten beschäftigt hat, der sieht, was sie für ein Gefühl haben, schweres Gewicht zu bewegen. Und die wissen einfach ganz genau, wann müssen sie beschleunigen, ja, und wann müssen sie einfach diesen Druck auf das Gewicht zu bringen, um es dann zu stabilisieren, damit der Trick zählt. Stefan, jetzt mal so für dich. Wir machen jetzt ja gerade 10 Sätze. Ja. Wie ist es gerade so? Weil du hast ja gerade schon gemerkt, jetzt wird es langsam kernig. Wir haben jetzt noch 3 Sätze vor uns. Wie ist das so? In einer hohen Satzanzahl? Wie wählst du dein Gewicht? Weil ich wähle mein Gewicht halt immer so, dass ich sag mal so ab Satz 4, 5 langsam wird es kernig. Ja. Weil du ja gerade bei der hohen Satzanzahl nach hinten raus
noch dasselbe Gewicht bewegen musst. Also ja. Hier geht es immer darum, natürlich auch Kraft zu trainieren, mit wenig Wiederholung und ein bisschen mehr Gewicht, ja. Aber halt das über einen längeren Zeitraum zu tun. Wie war es bei dir gerade? Ja, ist was komplett anderes natürlich. Ich habe es hier ein bisschen schwieriger gemacht, keine Klammern drauf, damit ich später sehe, wo eine Disbalance ist, gerade weil ich was einarmig mache und das stabilisieren muss. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin bei dieser Intensitätsgeschichte mit viel Gewicht ein Fan von diesen 100er-Sätzen. Zum Beispiel 14-Tonnen-Workout, 140 Kilo Kniebeuge, 100 Wiederholungen auf Zeit und auf Satzzahl. Sehr, sehr geil. Weil das ist mega geil, weil es jedes Mal eine Challenge ist und einmal in der Woche ja. Gehst du rein und diese Intensität ist gestört von diesem Training. Habe ich neulich erst gemacht, 150 Thruster mit 45 Kilo. Geil. Gestört. Ich glaube, waren 9 Minuten 30 oder so, danach aber auch Ende. Ah ja, klar, Ende. Gut, dann ist Glück okay. Also gerade, weil die Lunge da mitarbeitet, würde das auch noch ja, klar, das ist völlig gestört. So, letzter Satz. Jetzt heißt es Gewicht runter. Dann machen wir noch mal 50 Wiederholungen in möglichst wenig Sätzen einfach. Schauen wir mal, ob wir zwei machen oder vielleicht einen. Und danach machen wir noch mal 75 Wiederholungen Kreuzheben mit Sumo High Pull. Das wird der Stefan Einer nicht machen. Das heißt, jetzt Gewicht runter und in die Kraftausdauer. Stefan, wie ist bis jetzt das Workout für dich? Geil. Ich mag das hohe Volumen. Dann natürlich dieser Aspekt, 3 Wiederholungen ansteuern. Ich habe es jetzt heute einarmig gemacht, aber ich habe das so länger nicht gemacht, dass ich einarmig gesnatcht habe. Ist eine geile Übung. Habe ich von Dennis Kulrus mitbekommen, habe ich in meinen Trainingsplan eine Zeit lang eingebaut, aber jetzt schon 4-5 Wochen nicht mehr gemacht hat. Und war gut, dass das jetzt so stattgefunden hat, dass ich einarmig trainieren musste. Jetzt nochmal im Kraftausdauerbereich diese 50 und 75 Wiederholungen. Und ja, jetzt kann man Rad tragen, 400 Meter. Also ganz wichtig für Einsatzkräfte ist halt, dass sie ihren Kameraden, wenn er verwundet ist, tragen können. Und je nachdem, was ich mache, an welchem Tag, ich baue das natürlich nicht immer ein, weil es auch Quatsch ist einfach, aber nehme ich mir ein gewisses Gewicht, heute wahrscheinlich so 60 bis 70 Kilo wegen der Vorbelastung und gehe damit 400 Meter. Man sollte damit jetzt nicht ständig laufen gehen, wenn es nicht gut ist für die Gelenke. Ich mache das mal mit 80 Kilo, auch mal mit 100 Kilo. Das kommt immer auf die Vorbelastung an. Also ihr seht schon, mein ganzes Training strukturiere ich eigentlich immer nach Kraft, nach Wiederholung und nach Gewicht so, wie die Endbelastung ist, wie das Workout ist oder was ich im Vorhinein tue. Das heißt, ich passe das schon immer irgendwie an, damit ich immer einen optimalen Reiz setzen kann, weil viel nicht immer viel hilft. Das ist Trainingsprogression und das ist Trainingslehre technisch einfach Quatsch. Und wir werden uns jetzt gleich die Langhantel nehmen. Stefan wird versuchen, mich zu tragen, weil er nämlich irgendwann nochmal eine Challenge offen hat. Und werden 400 Meter auf dem Laufband gehen. Das Wichtigste hierbei ist tatsächlich, im Gegensatz zum normalen Kameraden, wie gesagt, du hast die Ellenbogen relativ lang in einer unangenehmen Position und du hast nur einen Druckpunkt. Und wenn ich umso weniger Druckpunkte ich habe, umso mehr tut es im Genick weh und umso größer ist das Schmerzpotenzial. Das heißt, einen richtigen Kameraden zu tragen, ist natürlich viel, viel angenehmer, auch wenn der im schlimmsten Fall im Einsatz mehr wiegt. Aber das Schöne an dem Einsatz ist meistens, dass ich nicht vorher schon über 100 Sätze Kreuzheben gemacht habe oder knapp 200 und schon über eine Tonne Gewicht bewegt habe. Ganz wichtig, habe ich schon öfter mal gesagt im Livestream, aber hier auch nochmal für YouTube, es gibt einen ganz wichtigen Satz, der sich bei mir eingebrannt hat und der heißt, er ist nicht schwer, er ist mein Bruder. Heißt also, auch Soldaten, Polizisten, ihr müsst so fit sein, dass ihr eure Kameraden und Kameradinnen Minimum 100 Meter mit Einsatzausrüstung schleppen könnt. Ansonsten ist das einfach nicht kameradschaftlich, weil wenn wir angeschossen sind, wollen wir immer, dass uns irgendeiner aus der Scheiße zieht. Ganz wichtig, wenn ihr hier oben noch bei Bewusstsein seid und könnt noch euren Kameraden hier auch unterstützen, dann einmal hier drüben auf der Fußseite die Füße überkreuzen, damit sich die Stiefel so ein bisschen verhaken und hier oben die Hände auf. Ich versuche, wenn ich kann, wenn ich bei Bewusstsein bin, meine Ellenbogen so anzufassen, dass ich mich relativ kompakt mache und gut bei Stefan auf den Schultern liege, damit ich nicht wie einen Sack nach hinten ziehe. Ja, das heißt, ich versuche mittig auf seinem Körperschwerpunkt zu liegen und mich einfach nur so ein bisschen eng festzuhalten, dass es wie ein angenehmer ist. Der Stefan wiegt ja ungefähr so 25 Kilo mehr als ich, trägt jetzt auch gerade ungefähr so 20 Kilo mehr als ich. Das heißt, prozentual zum Körpergewicht sind wir da quasi gleich auf. Also vom trainingstechnischen Aufwand her tipptopp.